Hallo zusammen, es ist Montag, der 9.11. Wir haben 18.22 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Und in diesem Film geht es um den MDAX. Der hat heute also auch ganz interessante Kapriolen geschlagen. Wenn wir mal das schauen, das ist die 29.400. Ich runde leicht. Das ist also das Prä-Corona-High. Also im Prinzip müsste man davon ausgehen können, wir können mindestens in die Nähe dessen gehen, das haben wir gemacht. In der Zwischenzeit haben die Unternehmen viel verloren oder weniger verdient. Deswegen sehe ich es nicht ganz ein, dass wir da hingehen. Aber Dow Jones macht auch ein neues Hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, Nasdaq ist dran. Müsste ich gleich nochmal genauer schauen. Okay, also das hier, diese 29.400, ist das Corona-Hoch. Vor- oder Prä-Corona-Hoch. So, und jetzt sind wir hier beim Chart. Der ist also so löchrig, das ist schon selten. Und vor allen Dingen diese Geschichte hier, jeder weiß, dass das ein Shootingstar ist. Ja. Aber wenn ich den mit dieser Bandbreite hier sehe, da bin ich nämlich hier von 27.750 zu 28.500, also auch die reine Trading-Bandbreite, 1000 Punkte, dann denke ich automatisch daran, dass das irgendwie ein falscher Kurs war, dass der vielleicht nur bis hier hinging. Aber nee, der war echt so gehandelt. Ja. Das war schon phänomenal. Gucken wir erstmal kurz die Technik durch. Wir sind auf den Punkt ans obere Band gegangen. Da würde ich mich aber so nicht drauf verlassen. Ich hätte nie ein Limit reingelegt, weil ab hier, beziehungsweise über diesem Punkt hier, den muss ich ein bisschen hochziehen, wurden natürlich auch die Stops ausgelöst und die haben das dann nochmal die letzten 400 Punkte hochgetrieben. Also ich hab da kein Limit drin gehabt. Dann, die Bänder sind breit, aber ohne echte Aussage. Das sieht eigentlich so aus, die Volatilität insgesamt ist sehr hoch, als ob sie jetzt ein bisschen nachgibt. Gleitende Durchschnitte sagen mir gar nichts und wir sind weit weg und das ist aber immer noch gesund von der 200-Tage-Linie, die das letzte Mal hier eine Unterstützung war. MACD als Trendfolger, natürlich positiv, überhaupt keine Frage. Und der Oszillator gilt nach dieser Bewegung hier von rund 25.500 hoch bis zur 28.500 in nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tagen natürlich als überkauft. Das ist noch kein Verkaufssignal. Ich erachte das hier allerdings als schlimmer. Also nur wenn der es schafft, über dieses Hoch zu gehen, bei 28.527, bleibt der positiv. Das ist jetzt der fette Widerstand. Da suchen wir auch nachher die Puts raus. Die müssen dann ganz kurz hier hinterlegen. Beim DAX mache ich da 25 Punkte, beim MDAX 50. Also so sieht es eigentlich im Großen und Ganzen okay aus. Ja, bisschen wackelig hier, aber noch kein Verkaufssignal. Schön über den Trendfolger, gleitende Durchschnitte, alles okay, Bänder, alles okay. Der Chart ist wichtiger. Jetzt wollte ich mal mit euch schauen, was ist da überhaupt passiert? Welche Werte sind da eigentlich gestiegen, gefallen? Weil das ist nämlich wichtig. Das ist ähnlich wie im DAX oder im Eurostoxx. Tourismus, Freizeitbranche. Tourismus, dann natürlich die Folgen vom Tourismus, wenn die Lufthansa, wenn es ja wieder besser geht oder die anderen Airlines, dann werden die hier auch mal wieder ein paar Flugzeuge bestellen. Ich finde es ein bisschen hoch. Die Airbus waren, glaube ich, in der Spitze bis 86. Fand ich dann doch ein bisschen übertrieben. Aber nachdem die so gelitten haben, ist das wie ein richtiges Einatmen. Hugo Boss, also ich kaufe auch lieber meinen Anzug im Laden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe hin, support your local dealer. Und kauf den da. Ich bin kein Internetkäufer. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Commerzbank. Beim DAX, beim Eurostoxx waren es auch die Banken, die sehr stark gestiegen sind, weil auf einmal es heißt, na, vielleicht müssen wir ja die Risikorücklagen gar nicht alle benutzen. Das ist positiv, wenn es der Wirtschaft schneller besser gehen sollte, als man denkt. Der Biden selbst, das hat gar nicht so viel gebracht. Ja, im DAX waren das, glaube ich, 200 Punkte. Das war alles nur der Impfstoff. Was die Thyssen hier oben verloren haben, das weiß ich nicht. Hier haben wir wieder eine Bank, da haben wir Werbung, Immobilien. Ja? Vielleicht weniger Immobilienausfälle. Aber jetzt gucken wir uns auch mal die schwachen Sachen an. Da sind wir hier. Shop-Apotheke. Ich habe hier einen Weltklasse-Apotheker. Ja? Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, was im Internet zu bestellen. Ja? Der Typ ist so klasse, deswegen wundert mich das nicht. Das machen andere bestimmt auch so. Ja, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte den Arzt Ihres Apothekers. Ja. HelloFresh, klar. Ja, das ist genau wie im DAX war es Delivery Hero. Auf einmal werden sie nicht mehr so gebraucht. Im Nasdaq sind so Werte wie Netflix. Ja, weil denken Sie einfach mal 3 Monate voraus. Dann, ich möchte nicht sagen, ist alles wieder normal, um Gottes Willen, aber dann
ist es etwas normaler, als es das momentan ist. Ja, wir sind so eine Zalando. Ja, also ich selbst, wie gesagt, ich kaufe nicht im Internet. Ich mag das viel lieber, mit den Verkäufern zu schwätzen. Mein Problem ist auch, ich bin ja farbenblind. Und ich brauche dann immer einen persönlichen Blindenhund in Form eines Verkäufers oder einer Verkäuferin. Also, um das mal auf den Punkt zu bringen, der hat heute schon ordentlich geleistet, der MDAX. Und das mag ich nicht hier. Ich bin nicht der Meinung, dass ich short gehen muss. Aber ich glaube, auf diesem Niveau nochmal long zu gehen, das mache ich erst, wenn wir hier drüber sind. Für diejenigen, die nicht ganz so risikobereit sind, ich muss heute einen Schein nehmen, der weiter weg ist, der hier unten drunter ist. Unter der 25.518, das war dieses Low, hier ist die 200-Tage-Linie, verbindet sich gerade mit dem unteren Band, habe ich diesen Schein hier gefunden. Das ist von Goldman ein 25.492er Open End. Das ist ein Hebel von 11. Und der hat die Kennnummer GC6Z3F. GC6Z3F. Und jetzt gucken wir mal auf den Short. Den zu finden ist also wesentlich einfacher. Ich muss hier hintergehen und dann sage ich jetzt mal 50 Punkte Stop. Das Hoch war bei 28.521, ich sag mal so ein 28.650er, den ich aber stoppen muss bei 28.570, 80. Also ein 28.650er. Da kann ich natürlich hier in der Wollerschraube, also an der Hebelschraube, ein bisschen drehen. Ja, wir können einen nehmen, der oben drüber liegt. Aber der stoppt, wie gesagt, bei den eben hier genannten 28.000, sagen wir mal 600. Das ist schon besser, ein bisschen Platz braucht man. Der hier passt ganz gut, das ist ein 25er Hebel. Das ist ein 28.891er. Und das ist von Goldman die Nummer GB7A06. Das wäre der Schein. Ich kann mir locker eine Korrektur hier bis zur 20-Tage-Linie wieder vorstellen. Da sind wir bei 27.100. Das ist ja nicht viel, das sind nur 3%. Aber manche Werte haben es halt echt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das war eine Mischung aus einer Buyer Stampede gepaart mit einem Short Squeeze. Anders kann ich mir das so nicht erklären. Das sehe auch ich selten, dass ganz viele Werte da, also nicht nur einer oder zwei oder drei, hochgegangen sind um mehr als 20%. Ja, also Fraport, muss ich gerade eben schauen, Fraport ist jetzt im Moment bei 30%. Das ist schon viel, aber die haben halt auch ordentlich gelitten, das muss man ganz sagen. Den ganzen Kiffer-Aktien, die drehen völlig hohl. Das habe ich, muss ich ehrlich sagen, das habe ich ein bisschen verpennt, weil die sagten doch in der Wahlnacht, ja, es gibt drei Staaten, die in Amerika darüber abstimmen, ob man da Marihuana legalisieren kann. Und da gucke ich auf die Kurse, minus 10%. Und dann habe ich das aus den Augen verloren. Ja, und da waren die Aurora 4 Euro, jetzt sind sie 10 und die waren 11. Royal Caribbean, finde ich auch ein bisschen viel. Accor, ja, einer der besten Hotelkonzerne überhaupt, ja, sensationell, 22%. Also es ist schon, da war heute schon Bewegung drin und das kann der Markt natürlich so nicht aushalten. Ich glaube nicht, dass heute hier viel reingefixt wurde. Wenn was verkauft wurde, dann waren das dann eher Longbestände. Habe ich auch gemacht in so Werten wie zum Beispiel Commerzbank oder Gazprom. Ich bin jetzt ziemlich glatt, ich möchte mir das noch und ich rechne damit, das wird noch 2-3 Tage ziemlich nervös bleiben, da muss man schnell sein. Und ich glaube, dass wir so ab Donnerstag, naja eher Freitag, kommen wir wieder in geordnete Bahnen. Zwei Imponderabilien sind jetzt mehr oder weniger raus, dann wird das alles wieder ein bisschen ruhiger. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.